Okay. Ja, soll ich hier mit nasser und kaputter Bluse arbeiten? Ich hab nichts gesagt. Alles gut. Ja. Als Daniel mich gestern fast geküsst hat, sind in meinem Traum die Gedanken viel weiter gegangen. Und ich weiß, dass es Papas Chef ist, ich weiß, dass ich viel jünger bin, aber ey, hallo, der sieht so verdammt gut aus und hat dann auch noch Geld. Papa, wir sehen uns dann auf der Arbeit, ne? Mama. Der echt allerhöchste Eisenbahn. Mama, ich bin, tschüss. Was sehen wir so? Sehen wir, hast du vergessen, dass ich frei habe heute? Ich bin nur bei der MPU heute den ganzen Tag. MPU was? Ach, Schatz, kannst du nicht. Das ist der Idiotentest, den muss er machen, damit er seinen Führerschein wieder kriegt. Ach so, und dann bist du heute gar nicht arbeiten? Nee? Die jetzt auch vergessen. Bedeutung von frei, ja. So sieht's aus. Okay, alles klar. Übrigens mit den Klamotten, das gefällt mir viel besser als diese knappen Fummel, die du sonst immer anders. Danke. Steht dir auch besser. Ciao. Ja. Ich komme aber nicht mit. Warum? Was tust du denn? Wir haben eine Klausur. Ja, ich treffe mich. Bist du leiser? Ich treffe mich mit Daniel. Was tust du? Komm, ich treffe mich mit dem. Ich habe wirklich was Besseres vor als diese scheiß Klausur. Was Besseres als eine Klausur? Willst du mich gerade? Guck mal, auf jeden Fall unser Treffen heute Abend in der City. Party machen steht, okay? Ah, super. Ja, perfekt. Ja. Okay. Ich komme. Ich muss los, ja? Ja, nee, die paar Meter können wir jetzt auch noch zusammen gehen. Schon klar, worüber wir hier reden? Ganz ehrlich, ich wäre eine echt schlechte Freundin, wenn ich das Emma mit Daniel nicht gegönnt hätte. Aber ich wäre eine genauso schlechte Freundin, wenn ich Emma nicht vor Augen geführt hätte, was das für Konsequenzen mit sich ziehen kann. Aber ey, wir kennen Emma. Wenn sie einmal was im Kopf hat, dann zieht sie das durch. Wir müssen noch gucken, mit dem Gips sollte das ja gar kein Problem sein. Die sind ja noch so schwer, aber das sind da zerbrechliche Sachen drin. Ne? Ja, warte mal, der hier muss noch mal. Ja, das ist. Was hast du heute? Ja, aber die müssen ganz genau. Hallöchen! Hallo Emma! Oh. Hi! Hi! Gibst du mir noch mal die Bücher? Ja, ja, klar. Du kannst ja ganz schön anpacken. Muss ja, ja sein, oder? Du musst da ganz genau aufpassen, weil wir nachher die Polierer. Wir dürfen nicht so nah. Wir müssen die Sachen noch polieren. Aber kannst du mir mal sagen, warum du das hier machst? Ich meine, du bist doch schon trainiert genug. Naja, Mitarbeiter ist krank geworden und dann muss der Chef ja aushelfen, oder? Ach so, okay. So funktioniert das hier, sonst läuft der Betrieb. Nee, das ist, da muss er echt gucken. Gib mir bitte noch die andere Kiste da. Wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen, damit das hier alles. Daniel? Ja. Können wir schon nochmal über gestern reden? Ich weiß. Kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du bitte vielleicht ins Büro gehen und dich um die Unterlagen kümmern? Für 2022 schon mal? Dein Herz jetzt? Ja, das wäre echt lieb, dann geht das hier alles viel schneller. So, ein Fenster. Guck mal, mir wär's. Alter, jetzt nicht ernsthaft. Wichtig, Alter. Darüber zu reden. Pass auf, oder hinten? Komm, Jungs. Ich? Was machst du da? Ey, mir ist es so auf den Sack gegangen. Ich meine, Daniel hat mich nicht mal mit dem Arsch angeguckt. Bei jedem anderen Typen hätte ich gesagt, okay, ciao, du interessierst mich nicht. Aber bei Daniel, ne? Und vor allen Dingen weiß ich ja, dass er es nicht so meint. Ich weiß ja, dass er sich die ganze Zeit versucht, so ein bisschen zu distanzieren und so weiter. Und dann am nächsten Tag fast küssen und so weiter. Bla bla bla, ich kenne das Spiel. Ja, die neue Lieferung ist endlich angekommen, ne? Ja, ich habe die Paletten da schon gesehen. Sag mal, Martin, können Sie mir einen Gefallen tun? Können Sie einmal darüber gehen und mal schauen, wie viele da sind? Und dann sagen Sie mir gleich Bescheid, ja? Mach ich. Dankeschön, alles klar. Na? Hi. Und wie läuft's? Läuft gut. Ja, sehr gut, sehr gut. Ach, Emma. Ja? Was ich dich mal fragen wollte, sag mal, weißt du, wo dein Vater bleibt? Der wollte kommen. Ich glaube, der ist noch in der NPU-Besprechung, aber ich kann ihn einfach nicht erreichen. Kate, das ist das Einzige, was du mich jetzt fragen wolltest. Ja?
Okay, Weil irgendwie antwortet er auf keine Nachricht. Der meinte zu mir auf jeden Fall, dass er frei hat. Das heißt, der kommt heute nicht. Ach, die haben getauscht. Jetzt verstehe ich. Nee, alles gut. Sorry. Danke dir. Okay. Scheiße! Was? Emma, was machst du denn? Tollpatsch. Was ist... Was? Hast du... Was machst du denn? Oder so für mich? Tücher. Ja. Hab ich. Chef? Ja. Also 7 Paletten habe ich gezählt. Ja. Aber ich habe noch eine Frage. Martin, wenn du Fragen hast, komm doch gerne einmal in mein Büro. Dann, ja, wegen der nächsten sprechen wir das. Ja, ja. Setz dich einmal. Schaffst du schon. Okay, was genau war jetzt mit den Paletten? Einfach nur Krise. Ich pimmel da stundenlang in diesem beschissenen Büro rum, sortiere irgendwelche komischen Akten, nur um den heißesten Typ ever zu klären. Und dann versaue ich mir noch meine Lieblingsbluse. Ja, wow. Und das war nicht der einzige Fail, ne? Nicht der einzige Fail. Und dann, als ich Daniel gerade so weit hatte, kommt dieser beschissene Kollege rein und will was von ihm. Wow. Einfach nur wow. So, noch mal kurz. Emma. Ja. Guter Job. Echt, bin stolz auf dich. Ich habe mir gerade die Unterlagen angesehen, hast du echt gut gemacht. Und kann sich auf jeden Fall blicken lassen. Ja. Oh. Uff, boah. Oh, gerade alles noch sortiert gehabt. Ja, ich bin heute einfach voll der Fall falsch. Das ist alles gut. Bis jetzt mach dir keinen Kopf. Machen wir das gleich alle zusammen. Kriegst du es hin? Ja. Alles gut? Was? Oh nein. Emma. Ach, Scheiße. Was ist denn los heute bei dir? Ja. Ha? Ja, keine Ahnung. Erst der Energy Drink, jetzt die Bluse. Nicht dein Tag heute? Nein. Nicht schnell passiert. Oh. Okay. Ja, soll ich hier mit nasser und kaputter Bluse arbeiten? Ich hab nichts gesagt. Alles gut. Ja. ja, okay. Also, das müssen wir. Ja, ja, es war gerade nur so ein bisschen, also. So ein bisschen was. Das liegt denn hier rum? Ey. Bist du einmal nicht da? Ey. Hey, Mario! Halt, was machst du hier? Ich dachte, du... Hast du heute nicht frei? Ja, eigentlich schon. Ja, das... Genau, ja. Ja? Ich wollte gern was mit dir besprechen, wenn du kurz Zeit hast. Ja, klar, komm doch in mein Büro. Trifft dich gut, ich muss auch mit dir reden. Ja, passt doch. Ja. Weiter. Ja, das ist ein bisschen runtergefallen. Geh einfach durch, setz dich. Ja, was gibt's denn? Was wolltest du denn besprechen? Was soll ich noch dazu sagen? Ich habe wirklich gedacht, irgendwer will mich komplett verarschen. Ich meine, wir waren so kurz davor und dann kommt Papa und crasht da die Party. Okay, wäre nicht gestolpert, wäre das Ganze im Desaster geendet. Also von daher war es eigentlich noch mal Glück im Unglück. Aber der Tag war ja auch noch nicht zu Ende. Super, dass wir uns einigen konnten, Mario. Das scheint echt mein Glückstag zu sein, oder? Ja, das ist ein Gewinn für die Firma, was soll ich dir sagen? Daniel, danke für diese Chance. Sehr gerne, sehr gerne. Weiß ich sehr zu schätzen. Freue ich mich auch drüber. Dann gute Heimreise. Danke. Emma, schönen Feierabend. Und wir sehen uns dann. Alles klar. Danke, dir auch. Ciao, ciao. Papa? Ja? Kannst du mir bitte mal sagen, was du hier machst? Du hast mir gesagt, du hast heute frei. Ja, hatte ich eigentlich auch. Aber ich wollte Daniel brandheiß darüber berichten, dass ich meine MPU bestanden habe. Hast du? Ja, und meinen Führerschein damit bald wieder haben. No,
Und das weißt, was, dann, was dann passiert ist? Der hat, ja? hat mich auf die Beförderung angesprochen. Nein! Ich werde neuer Chefdisponent ab November. Nein. Du hast die Beförderung? Ich hab den Teil. Schatz, pass auf. Voll. Pack ein, das müssen wir feiern. Komm. Papa, guck mal, ich muss noch was mit Daniel besprechen. Geh gerne schon mal vor, irgendwie runter und so, und dann komm alles ich nach, klar, ja? Dann ruf ich Mama schon mal an. Mach das, die wird sich freuen. Die wird ausflippen. Konnte der Tag noch besser laufen? Die MPU für meinen Führerschein lief gut, das wollte ich meinem Chef berichten. Und dann erzählt mir mein Chef, dass Emma sich richtig viel Mühe gibt und einen richtig guten Job macht. Und dann, ich krieg jetzt noch Gänsepelle, wenn ich dran denke, bekomme ich die Beförderung. Also besser kann es nicht laufen. Das muss wohl diese berühmte Erfolgswelle sein, von der alle reden. Geil. Hey. Na du? Hi. 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 Ich habe eigentlich noch zu tun. Wir sehen uns dann einfach morgen, denke ich. Du hast so viel zu tun. Das tut mir aber echt leid, dass du so viel zu tun hast. Was wird das? Ich habe überhaupt keine Ahnung, um ehrlich zu sein, was du meinst. Emma, komm, ich bring dich zur Tür. Ich will aber nicht zur Tür gebracht werden. Emma. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Das weiß ich natürlich auch nicht. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Feierabend. Und wir sehen uns, ja? Ja, schönen Feierabend. Ey, oh mein Gott, ich kann es kaum glauben. Daniel und ich haben uns einfach geküsst. Und mir war schon klar, dass er verdammt gut küssen kann. Aber holy shit, ey, wir haben uns geküsst. Und das ist erst der Anfang. Der Anfang von dem Ganzen. Wir trinken jetzt einen Sekt. Das ist ja wohl das Mindeste, was man machen kann. Für einen Tag ist das zu viel Glück. Finde ich nicht. Ich finde, es geht gar nicht genug Glück. Es kann nur noch mehr Glück werden. Wie? Genau. Förderung! Aber ist völlig egal. Völlig egal. Was ist das jetzt? Das ist einfach wahrscheinlich noch die Glücksfee persönlich. Hallo! Du siehst richtig gut aus. Zeig mal, wow. Ich muss dir was erzählen. Du hast keine Ahnung, was mit Daniel abging. Daniel? Ja. Der Daniel. Ja. Ja. Pass auf, rein. Mädels. Ja. Mädels. Wir köpfen jetzt eine Flasche Sekt zusammen. Ach so, gibt's zu feiern. So ein Melo-Ding jetzt? Ja, Entschuldigung, Prinzessin, was Besseres habe ich nicht. Was gibt's denn zu feiern? Ja, ist ja schön, dass du fragst. Also, ist nicht nur, dass ich meine MPU gerockt habe und damit meinen Führerschein bald wieder habe, sondern ich habe auch die Beförderung bekommen zum Chefdisponenten. Ach, krass. Strike, würde ich sagen. Ne? Ja, richtig Strike. Ich krieg den gerade nicht auf. Ja, machen wir so. Ich würde auch vorschlagen, dass wir unbedingt Daniel zum Essen einladen. Geil. Voll gut. Oder? Ja. Ja, finde ich, also ich schön, dass du so dabei bist. Ja, wir müssen uns bedanken. Das ist ja wirklich... Oh, ich finde, heute brauchen wir auch nicht kochen. Heute können wir uns was zu essen bestellen. Du isst mit, oder? Sie würde gerne mit essen. Ja, aber du hast vergessen, dass wir mit Paula in der Stadt verabredet sind. Nee, Paula ist raus. Sie hat keinen Bock auf Feiern. Aber sie war da. Deswegen, aber macht euch einen schönen Abend. Von mir aus. Schmeckt. Ja. Wenn dein Vater irgendwann den Sekt aufkriegt, werden wir ihn auch trinken. Ja gut, dann Glückwunsch noch. Ja, Mann, Dankeschön. Das auch mir. Danke. Ja. Hey, ja, Mädels. Wir sehen uns. Glücklich zurück, ne? Wie ja. Immer. Wie immer. Oh. Danke. So, Schatz, ich hab dann... Immer noch nicht auf. Let's go. Ich muss dir so was erzählen, ey. Aha. Ich muss so Augen machen. Nee, ich kann mir das schon vorstellen. Weißt du, was Sache ist? Erzähl's mir einfach. Mach's nicht so spannend. Also, Daniel und ich haben uns geküsst. Nochmal, Emma, ich versteh's nicht. Was habt ihr? Wir haben uns geküsst. Und das war jetzt der Anfang. Ich sag dir, das ist der Anfang. Emma, ich bin so glücklich, dich so glücklich zu sehen. Und wirklich, das öffnet mir das Herz. Aber ja? Deine Eltern haben ihn zum Abendessen eingeladen. Das weißt du, du hast die rosa-rote Brille auf. Hallo, Alarmglocken, Emma. Guck mal,
Guck mal, ich hab dich richtig doll lieb, ja? Und ich bin froh, dass du dir Sorgen machst und keine Ahnung was. Aber ich weiß, was ich tue. Und ich weiß, das ist mein absoluter Traummann. Das ist der Chef deines Vaters, bitte, Emma. Und das ist mir total egal. Ich weiß, dass es der Richtige ist, okay? Kannst dich jetzt mal für mich freuen? Ich freue mich für dich. Mach deine Girls Night. Und ich möchte, dass du jetzt dich freust für mich. Ich freue mich. Ich möchte nur, dass du aufpasst, bitte. Das passiert auch nichts. Elif hat einfach keine Ahnung. Daniel ist der Mann für mein Leben. Ich meine, hätten Mama und Papa davon erfahren, voll Katastrophe. Aber der Typ ist next level shit. Ganz ehrlich, guckt euch den doch mal an. Ja, sein Aussehen, pornös. Ja, sein Humor, check. Charm, check. Kohle, double check, sein Großvater sogar. Also, der passt perfekt in mein Leben. Perfekt. Es ist echt gut, wenn wir das Treffen heute Abend absagen würden und du nicht bei uns zu Hause essen kommst. Ja. Sind Sie sicher, dass es um Emma geht? Gibt eine Attest vor? Seit Tagen nicht mehr in der Schule gewesen. Emma Schule. Sie ist erst 17, sie geht 17? Natürlich in die Uni. Scheiße, Mann. Hey, guck mal. Hey, das Rezept von meiner Mama Suppe. Ich habe das erste Mal das so hingekriegt. Der Hammer, oder? Guck mal. Hey. Im Urin und von dem, was Sie mir erzählt haben, sieht alles danach aus, als ob es sich um eine Hyperemesis gravidarum handelt. Hyper was? Ich kann mir meine Bude nicht mehr leisten. Warum ziehst du nicht erstmal zu mir? Zu Mel. Wie geht's denn mal auch, okay? Zeige ich euch noch mal unser Bistro. Hier sitzen wir immer zusammen und essen. Du willst doch wohl nicht ernsthaft nehmen, die Wohnung.